alleine im Mittelmeer 2014 waren das über 3.286 Menschen, die da ertrunken sind, die alle diesem Lockruf dieser sogenannten Retter gefolgt sind und die da ertrunken sind. Davon gibt es teilweise auch Videos. Und dieses Jahr werden es laut Hochrechnungen weitere 2.000 Menschen. Und da sieht man, wie die Menschen verachten, wie rücksichtslos diese Asylindustrie ist. Hallo, willkommen beim Deutschland Geläutet. Jetzt mal wieder zu Gast der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Petre Bistrom. Grüß dich mal, lieber Petre. Hallo Olli, hallo alle Zuschauer. Petre, wir kennen uns ja schon einige Jahre und ich weiß, dein Leib- und Magenthema, auch ein Thema, über das wir uns damals kennengelernt haben, ist die Bekämpfung der Schlepperei im Mittelmeer. Da habt ihr jetzt einen Antrag ausgearbeitet, den ihr vorstellen wollt in der ersten Sitzungswoche. Erzähl doch mal, worum es da genau geht. Naja, also ja, das ist richtig. Ich bin an dem Thema seit 2018 dran. Damals habe ich mit dem Kollegen Frohnmeier schon alle diese Schlepper-NGOs angezeigt in Deutschland, die dieses Geschäft betreiben. Wir machen das kontinuierlich. Damals auch noch mit den Kollegen von der Lega, mit Matteo Salvini, die damals an der Regierung waren und Salvini war Innenminister. Das führte auch dazu, dass zum Beispiel Carola Rackete dann auch mal in Italien verhaftet wurde und kurzzeitig auch im Knast war. Also das ist eine erfolgreiche Geschichte gewesen, die wollen wir jetzt fortsetzen. Wir wollen den Abgeordneten aufzeigen, warum dieses Schleppergeschäft betrieben wird. Denn die Kirchen und alle beteiligten Vereine, die sprechen immer irgendwie von Hilfe oder man möchte den armen Menschen irgendwie helfen und Barmherzigkeit und solche Begriffe fallen da. Dabei ist das ein knallhartes, völlig menschenverachtendes Business. Da werden Menschen auf hoher See rausgelockt mit extra dafür programmierten Apps, die den Schleppern auch zur Verfügung gestellt werden, nur damit sie dann unter dem Vorwand der Seenotrettung aus der See rausgefischt werden können und dann entgegen allem Seerecht, die werden nicht in den nächstgelegenen Hafen hingebracht, sondern die werden einfach 400 Kilometer in die andere Richtung nach Europa gebracht und das ist reine Schlepperei. Und in diesem Antrag zeigen wir die Zahlen, wir zeigen, wie viel die Asylindustrie umsetzt, was für Gewinne sie erwirtschaftet und zeigen auch diesen ganzen Mechanismus auf. Was ist eigentlich für ein Zeichen, dass die AfD, dass die Linke nun ausgerechnet die Carola Rackete da als neue Spitzenkandidatin vorgestellt hat? Ja, Carola Rackete, also ich würde sagen, das sind zwei Zeichen. Also erstens ist das ein Zeichen dafür, dass die Linke eine linksextremistische Partei ist. Gut, das haben wir aber alle gewusst. Wenn sie so eine Linksextremistin, eine Kriminelle nominieren für die Wahl zum Europaparlament, sogar auf Platz zwei. Und das zweite ist natürlich, ja, und das andere ist natürlich, dass die Linken offensichtlich völlig verzweifelt sind. Wenn sie niemanden aus ihren eigenen Reihen haben, mit dem sie, den sie als einen Prominenten auf dieser Liste auf so einen Platz platzieren könnten. Denn Sarah Wagenknecht wird da wahrscheinlich schon für sich selbst oder für ihre eigene Partei kandidieren und nicht mehr für die Linke. Das ist ja auch ein Zeichen, finde ich, dass die Linke auch völlig an, selbst an ihren eigenen Wählern irgendwie vorbei entscheidet, weil die Sarah Wagenknecht ist ja unter anderem deshalb auch so beliebt unter den Linken, weil sie die Migration eben auch kritisch sieht. Naja, klar, aber das ist auch bei den anderen Parteien so, die entscheiden weitestgehend ideologisch über die Köpfe der Menschen hinweg gegen das, was sich die meisten Deutschen wünschen. 73% der Deutschen wünschen sich weniger Zuwanderung. Die wünschen sich eine Begrenzung dieses Zustroms. Also das geht quer durch alle Parteien. Was ja auch immer wieder erwähnt werden muss bei dieser ganzen Schlepperei, ist der Pull-Faktor, der immer mehr Migranten dann wieder hierher lockt und der durchbrochen werden muss. Ja, natürlich. Das sind die sozialen Anreize. Deswegen gehen die alle nach Europa und ich denke, fast ein Viertel von allen Migranten, die in Europa anlanden, die kommen nach Deutschland. Also wir tragen die größte Last. Und warum? Weil wir die höchsten sozialen Anreize bieten. Damit muss natürlich Schluss sein. Da sind wir auch die einzige Partei im Bundestag, die dafür eintritt, dass diese Gelder gestrichen werden
auf ein absolut notwendiges Minimum. Und hier auch noch ein, das ist wieder ein Beweis für die Lügen dieser Asylindustrie. Also sie, wenn sie wirklich den Menschen helfen wollen würden, so wie sie das immer erzählen, dann würden sie die in ihrer angestammten Region unterbringen, sie würden sie grenznah unterbringen. Da kann man mit dem gleichen Geld 30 Mal mehr Menschen helfen als hier. 30 Mal Menschen kann man helfen, wenn man sie in ihrer angestammten Region unterbringt und versorgt, anstatt sie nach Deutschland zu locken. AfD-Politik wirkt, es gibt so vereinzelte Stimmen. Ich habe jetzt gerade gelesen, irgendein AfD-Politiker hat sich dafür eingesetzt, jetzt nur noch Sachleistungen an sogenannte Flüchtlinge zu verteilen. Das ist ja auch eine uralte AfD-Forderung, richtig? Ja, selbstverständlich. Sachleistung und dann EU-weites Minimum an Geldern, also so, dass das überall gleich ist. Aber vor allem, wir brauchen ganz klar eine beschützte EU-Außengrenze. Wir brauchen ganz klar eine Festung Europa. Die meisten dürfen hier überhaupt gar nicht rein. Müssen wir nicht auch ans Asylrecht mal ran? Weil die Väter dieses Rechts, die haben ja überhaupt nicht davon ausgehen können, wer hier dann plötzlich in Millionenstärke einwandert. Nein, müssen wir nicht. Das Asylrecht ist absolut in Ordnung. Es muss nur richtig angewandt werden. Also was wir hier erleben, ist eine absolute Unrechtmäßigkeit. Hier werden einfach Migranten reingelassen, reingeschleust mit illegalen Mitteln. Unsere eigene Außenministerin weist ihre Beamten an, in gefälschte Pässe deutsche Visa zu erteilen. Das sind unsere Probleme. Die Quote der Anerkennungen der Flüchtlinge, die tatsächlich einen Asylanspruch haben, die ist im einstelligen Bereich, die bewegt sich irgendwo um die 2, 3, 4%. Das ist nicht das Problem. Das Prozent sind die 96%, die überhaupt keine Berechtigung haben, die keine Asylgründe vorweisen können und die man hier trotzdem reinlässt und die man hier auch dann trotzdem drin bleiben lässt, obwohl dann das Asylverfahren abgeschlossen ist und negativ beschieden ist. Petre, wie viel Menschenleben hat diese ewige Schlepperei im Laufe der letzten Jahre gekostet? Naja, das ist in Gänze schwer aufzuzählen, aber wir haben schon einige Zahlen. Alleine im Mittelmeer 2014 waren das über 3.286 Menschen, die da ertrunken sind, die alle diesem Lockruf dieser sogenannten Retter gefolgt sind und die da ertrunken sind. Davon gibt es teilweise auch Videos. Also das ist bestürzend. Und dieses Jahr werden es laut Hochrechnungen weitere 2000 Menschen. Und da sieht man, wie menschenverachtend, wie rücksichtslos diese Asylindustrie ist. Da muss jeder Betreiber dieser Schiffe wie Sea-Watch, CI oder Mission Lifeline, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Denn die sind für diese Toten verantwortlich. Und das ist da auch eine der Aufgaben, die wir für uns sehen, all das zu verfolgen und Leute wie Rakete einfach in den Knast zu bringen. Wir möchten, dass die Mittelschicht mit ihrem selbstverdienten Geld, das wollen wir den Leuten lassen, wir wollen die Steuererleichterung für die Familien haben, ja, damit jeder selbst das, was er verdient hat, auch für seine Familie nutzen kann und dann noch gezielt auch weitere Anreize machen. Also das, was in Frankreich war zum Beispiel eine spezielle noch eine Steuerbefreiung für das dritte Kind, ja, damit man noch einen Anreiz gibt, doch noch ein drittes Kind zu haben. Wir haben das zwar nicht im Programm, aber ich habe immer gesagt, ich wäre zum Beispiel dafür, dass man jedem Ehepaar, solange Kinder, die sich noch in Ausbildung befinden, dass man die komplett von der Einkommensteuer befreit. Ja, das wäre auch ein guter Anreiz, auch nochmal ein drittes Kind nachzuschieben. Deswegen hast du auch nur zwei Kinder, ne? Weil es diese Forderung für das dritte Kind nicht gibt bei uns. Ja, ich warte, bis wir das durchsetzen. Ne? Ja. Da hat hier auch die Bild einen Experten gefunden, der lustigerweise im Sinne der AfD argumentiert. Also Professor Günther Schnabel, 56, von der Uni Leipzig, mahnt, Kinder kriegen direkt zu fordern, ist aber nicht alles. Besser wäre es, junge Menschen generell zu entlasten. Steuern und Abgaben sind in Deutschland zu hoch. Sie müssen gerade für junge Menschen sinken. Ja, ich weiß nicht, da muss man keine Experten dafür berufen und an irgendwelchen Unis suchen. Das ist doch ein ganz normaler Menschenverstand und das ist doch jedem klar. Ja, und das würde die AfD ja auch machen. Ja.
Ja. Okay, kommen wir zu Rente. Die Bild schreibt, in ihrem Programm schreibt die Rechtsaußenpartei, sie wolle bei der Rente die Kinderzahl und die Erziehungsleistung stärker als bisher berücksichtigen. Problem laut Bild, das wird nicht reichen, um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen. Deutschland benötigt dafür zusätzlich viele ausländische Fachkräfte. Ja, das ist ja geil, wenn man schon damit argumentiert, dass die den Karren so dermaßen in den Dreck gefahren haben, dass das selbst mit sinnvollen Reformen nicht zu beheben ist. Aber okay, erstens, natürlich ist das richtig und sinnvoll, den Menschen, die die Kinder erzogen haben, auch die Anerkennung dafür zu zollen. Deswegen ist dieser Punkt absolut richtig. Und finanziell, hey. Wenn wir die ganze EU nicht mehr finanzieren, dann haben wir schon ein paar Milliarden übrig. Und wenn wir auch noch die 50 Milliarden streichen, die hier jedes Jahr für irgendwelche Migranten ausgegeben werden, dann bleibt dann auch genug Geld für unsere Rentner. Da bin ich mir sicher. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Russland. Die Bild schreibt, die AfD will eine Außenpolitik, die die Interessen Deutschlands wahren soll. Die NATO soll nur als Verteidigungsbündnis unterstützt werden. Einsätze außerhalb des Bündnisbereiches sollen nur unter UN-Mandat möglich sein. Und die AfD will die Beziehung zu Russland verbessern, ein Ende aller Sanktionen. Um dagegen anzustänkern, haben Sie einen Professor Heinrich Oberreuther, der ist bereits 80 Jahre alt, gefunden von der Uni Passau. Der sagt, die außenpolitische Zuneigung zu Putin, Klammer auf, Abzug amerikanischer Militärs aus Deutschland, Ende der Russland-Sanktionen, riskiert Deutschlands Sicherheit im westlichen Staatenbündnis. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil der Professor Oberreuther, wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon ein älterer Herr, der hat an der Uni Passau, war es so 2000er Jahre, aber ich glaube, der unterrichtet seit 2010 oder so gar nicht mehr. Und als er noch Vorlesungen gehalten hat, war er relativ vernünftig. Ich wundere mich deswegen, warum er so einen Quatsch hier jetzt erzählt. Denn alles das, was selbst da jetzt in der Bild-Zeitung stand, aus unserem Programm, ist absolut richtig und sinnvoll. Erstens, NATO nur als Verteidigungsbündnis. Wir wollen keine Kriege führen, keine Intervention irgendwo in der Welt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Zweitens, Ende der unsinnigen Sanktionen gegen Russland. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile bis zu dem Dümmsten durchgesprochen, dass uns diese Sanktionen geschadet haben, unserer Industrie schaden, unseren Bürgern schaden. Jeder kann das an seiner Gasleitung sehen, jeder sieht das einfach im täglichen Leben. Also das ist auch absolut sinnvoll. Und eine Verbesserung zu den Beziehungen zu Russland, es ist doch klar, dass das in unserem Interesse ist. Wir sind mit Russland auf einem Kontinent, wir brauchen hier keine militärische Anspannung, wir brauchen hier keine Konfrontation. Und selbstverständlich wollen wir da auch in der Tradition der großen deutschen Friedenskanzler wie Willy Brandt weiter in deren Fußstapfen gehen. Ja? Also das ist die große Linie der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit. Petre, was jetzt hier nicht drin steht, womit aber auch versucht wird, den Menschen Angst zu machen vor einer AfD-Regierung oder Regierungsbeteiligung, ist, wenn dann gesagt wird, jetzt auch gerade in Ostdeutschland, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, weil Betriebe sich aus den Ländern dann verabschieden werden oder der Tourismus, weil keiner will mehr da, dann was hast du dazu? Naja, also wenn überhaupt, dann kann das in Ansätzen passieren wegen dieser unsäglichen Hetze der Medien und der anderen Parteien. Aber de facto zeigt sich, dass das nicht funktioniert. Die AfD ist ja schon die stärkste oder zweitstärkste Kraft in vielen diesen Bundesländern. Da funktioniert alles okay. Es gibt noch, ich habe keinen einzigen Touristen erlebt, der gesagt hat, er fährt jetzt nicht nach Sachsen, nur deswegen, weil wir da so stark sind. Also das sind wirklich, ja, frei erfundene Lügen. Es ist vielmehr wahr, dass die Wirtschaft jetzt schon den Bach runtergeht. Ja, das sind Fakten, also keine Prophezeiung, sondern nur weil diese völlig inkompetenten Leute, vor allem von den Grünen, in Ministerien sitzen, von denen sie überhaupt nichts verstehen. Deswegen geht hier das Land vor die Hunde. Und
Wenn wir kommen, dann wird es auf jeden Fall besser und es kann nur noch besser werden. Petri, ich danke dir. Und noch eine ganz andere Geschichte. Hier bei mir in Spanien gibt es heute vorgezogene Neuwahlen. Es könnte sein, dass es einen Machtwechsel gibt von links nach konservativ. Was versprichst du dir von den Wahlen heute in Spanien? Naja, das haben die Kommunalwahlen schon gezeigt. Da gab es vor einigen Wochen ein Erdbeben in Spanien. Da hat die konservative Partei und unsere Partnerpartei Vox haben im Prinzip die Wahlen gewonnen. Daraufhin hat der sozialistische Premierminister gesagt, so, dann machen wir jetzt Neuwahlen auch auf Landesebene. Alle Umfragen zeigen, dass die Konservativen vorne liegen. Also ich hoffe schon, dass sie auch gewinnen. Die Befürchtung habe ich nur vor so einer Art einem Biden-Wahlfälschungseffekt. Also es gibt ja auch Stimmen, dass man aufpassen muss, gerade bei den Briefwahlen. Aber wir haben nur noch wenige Stunden, wir werden die Ergebnisse bald sehen. Wie erklärst du die Unzufriedenheit der Spanier? Ja, mein Gott, das ist doch überall dasselbe in ganz Europa. Die Globalisten haben den Karren wirklich jetzt tief in den Dreck gefahren. Wir haben eine horrende Inflation, wir haben steigende Preise in allen möglichen Bereichen. Also das Leben für die Menschen wird immer schwieriger und die sind natürlich damit unzufrieden. Und auch in Spanien gibt es ein großes Problem mit Migration. Also das sind die gleichen Probleme wie überall sonst. Was ich sensationell fand, nur circa 8 Wochen, nachdem die Konservativen hier auf den Balearen übernommen haben, wurde die Erbschaftssteuer, die bei 20% lag, komplett gestrichen. Und wir wissen ja, in Spanien mit der Bürokratie ist es fast noch schlimmer als in Deutschland. Also da kann man mal wieder sehen, was es bringt, wenn man die richtige Partei wählt. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Also es gibt kaum etwas Ungerechteres als eine Erbschaftssteuer. Also wenn jemand sein Leben lang hart gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat und aus einem versteuerten Vermögen sich etwas angespart hat, vielleicht mal ein kleines Häuschen. Die Spanier haben eine viel höhere Immobilien-Eigentumsrate als wir. Ja, also die haben alle irgendwie eine Eigentumswohnung oder ein Häuschen. Und wenn man dann 20% zahlen muss, wenn man das an seine Kinder weitergeben will, Das ist Diebstahl, das ist Raubbau. Und das ist typisch für die Sozialisten, das ist typisch für die Linken. Ja. Also es ist gut, dass die Konservativen gewonnen haben. Gut, dass du das auch sagst, wie schnell das gehen kann, wenn die richtigen Leute an die Macht kommen. Petri, danke fürs Gespräch. Olli, ich danke dir. Schöne Grüße an alle Zuschauer.